Hallo, heute testen wir das Ego Pura Organic Whey Protein, was absolut natürlich sein soll und zu 80% Protein, also eine Wertigkeit von 80 hat. Bedeutet auf 100% 80% Protein. Allerdings ist der Rest auch nicht künstlich zugeführt, sondern soll ebenfalls 100% natural sein. Was wiederum bedeutet, dass es nur aus Protein, Carbs, also Kohlenhydraten, ne? Und Fett besteht. Na gut, ein ganz kleines bisschen Salz ist ja auch normal. Ja, und das war's auch schon. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall wirklich naturbelassen und ohne Geschmäcker. Hier steht, irgendwo hier stand kein künstlicher Zucker, sondern nur natural, also der Zucker, der von Natur aus drin sein könnte, ist dort nur drin. Ansonsten nichts. Reines Whey-Protein. Und das werde ich jetzt mal probieren. Und zwar steht hier so viel drauf, 250 Milliliter Flüssigkeit. Das kann Wasser, ein Smoothie oder in meinem Fall Milch sein. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber. Und auf jeden Fall 2 full tablespoons. Das heißt, 2 volle 25 Gramm Scoops, sage ich jetzt mal. Ja, das für mich ist das ein Scoop. 2 Stück sollen da hier rein angeblich. Na, ich probiere es mal. Wenn es drauf steht, muss es ja so sein. Ja. So, dann machen wir mal 2 Scoops. Jetzt mache ich mein bekanntes Gitter hier rein und wir testen das mal. Also ich weiß, wie naturbelassenes Whey-Protein schmecken kann, beziehungsweise wie es sein soll. Das muss es aber nicht immer sein. Ich schüttel das jetzt gerade mal. Ich zeige noch mal die Verpackung von vorn. So, und jetzt probiere ich einfach mal. Also der Geschmack ist auf jeden Fall so, wie ich mir es gedacht habe. Sehr, naja, man schmeckt sozusagen die Molke noch ein bisschen raus, aber keineswegs penetrant. Es ist sehr angenehm, weil es einfach mal nicht zu süß ist. Es ist wirklich sehr naturbelassen. Also man schmeckt jetzt auch nichts, was irgendwie künstlich sein könnte. Es ist echt diese leichte Molkenote und schön cremig. Ein schöner cremiger Proteinshake. Je nachdem, was man für einen Shaker hat. Das muss natürlich alles richtig gemixt werden, ja, geschüttelt oder was. Und dass keine Klumpen entstehen. Aber so auf dem ersten Eindruck, es klumpt nicht. Es hält die Flüssigkeit gut. Also es bleibt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da ein Boden absetzt, aber generell trinkt man so einen Teil ja eigentlich aus. Also ich trinke die meistens gleich aus, weil ich meistens leckere Proteinshakes habe. Ich finde den sehr gut. Kann ich empfehlen. Erster Eindruck, spitzenmäßig. Das war's auch schon wieder. Danke.